Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich stelle dir heute ein neues Paket von Level Up vor und eine neue Sorte und wir werden die gemeinsam testen. Wir werden das jetzt erstmal gemeinsam öffnen und gucken, was in dem Inhalt denn drin ist. Wie immer haben wir Verpackungsmaterial hier drinnen. Und hier haben wir auch schon eine neue Sorte. Das Video kommt leider etwas später. Es ist Bubble Boom. Am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich mir die bestellen soll oder nicht. Ich habe sie jetzt gemacht. Wir werden sie testen. Ich werde euch sagen, ob der Geschmack nice ist oder nicht. Und ich habe mir auch noch dazu einen neuen Shaker bestellt, nämlich den Shaker von Trimax. Und wie immer haben wir hier einen Gutschein drin. Ja, und das ist so gesagt der Inhalt gewesen. Und wir werden das jetzt gemeinsam einmal testen. Ich werde mir dafür jetzt in den Shaker Wasser reinmachen und wir werden das gemeinsam testen. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Nun werden wir das Ganze einmal mal testen. Wie ihr wisst, ich mache die Banderole nie ab, weil ich finde das gefällt mir einfach nicht so. Es ist halt immer schöner mit dir, mit der Banderole drum. Also es riecht schon mal nach Kaugummi, es ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es ist so ein pinkes Pulver mit, ja, ein paar Effekten drin, ich weiß nicht. Hier habe ich auch noch mal die Nährwerttabelle für euch. Diesmal haben wir auch einen neuen Löffel dabei. Wie ihr wisst, immer ein Scoop, immer bis zum Rand hoch und dann machen wir ihn hier rein. Also jetzt weiß ich auch, was die Körner da drin bedeuten. Es knistert. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber wir werden ja erstmal abshaken und dann werden wir das testen. So, genug geshakt und man hört es, es knistert. Es knistert gewaltig. Halleluja. Also süß ist es auf jeden Fall. Es ist extrem süß. Also man schmeckt dieses pinke Kaugummi raus. Ich habe im Vorfeld auch schon mal geguckt, es soll irgendwie auch blaues Kaugummi drin sein.
schmecke ich jetzt nicht so drauf im ersten Moment. Aber man schmeckt es, dass es halt Kaugummi ist. Also es hat wirklich so diese pinken Kaugummis, die man halt so im Laden kriegen kann. Nach dem schmeckt das so, nach diesem Bubblegum. Also, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr gerne Kaugummi isst, dann ist es was für euch. Wenn ihr eher nicht so der Typ dafür seid oder ihr auch nicht so auf die Süße steht, weil das ist wirklich sehr, sehr süß. Wenn ihr nicht so auf die Süße steht, dann vielleicht eher nicht so. Ich kann auch noch mal gucken. Ich glaube, dieses Produkt enthält auch mal wieder Laktose, das heißt, es ist auch nicht für die Laktose-Leute, leider. Ja, was kann man dazu noch sagen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hau rein.